Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format. Tim Perkovic und die sieben Fragen. Und wir stellen die Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterkandidaten der Stadt Dienstlaken vor. Und heute ist unsere erste Gesprächspartnerin Michaela Eislöffel. Hallo, Michaela. Hallo, Tim. Erstmal die erste Frage, die für mich immer ganz interessant ist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Gut, also, die Location, jetzt wird der ein oder andere sich fragen, das ist sehr viel Natur. Wo sind wir hier eigentlich? Wir sind hier im Wohnungswald. Und da ist die Frage, warum sind wir eigentlich hier? Wir sind hier im Wohnungswald, weil das hier die Laufstrecke ist, die ich über viele Jahre gelaufen bin. Erstens habe ich ja jetzt keine Zeit mehr zu laufen und ich bin auch fauler geworden in den letzten Jahren. Das ist das eine. Meine Kinder haben hier Fahrradfahren gelernt, weil hier fahren ja keine Autos. Und warum mir der Ort sofort eingefallen ist, im letzten Sommer war ich nachts mit dem Fahrrad hier unterwegs vom Rhein zurück. Und da gab es hier die schönste Glühwürmchen-Lichtshow, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also du hast hier sehr schöne Erinnerungen. Sehr schöne Erinnerungen, auf jeden Fall. Sport war gerade ein Thema. Sport. Du bist Leistungssportlerin. Das wissen vielleicht auch gewesen. Nicht alle. Gewesen. Okay. Ja, früher, als ich jung war. Ne? Also was hast du genau gemacht? Ich war Kanu-Rennfahrerin in Duisburg-Meiderich. Okay, was heißt denn Leistungssport? Also in welchen Klassen steigt man da auf? Also Leistung hört sich erstmal sehr, sehr gut an. Wo ist man dann da aktiv? Also, ja, es ist halt eine Sache des Trainings, wenn man nur trainiert, um Leistung zu bringen, sozusagen schon das eine. 5 bis 7 Mal in der Woche Training, da ist es jetzt nicht einfach nur Breitensport oder Freizeitsport. Ich war jetzt nicht so erfolgreich, dass ich Deutsche Meisterin geworden wäre, aber es ging halt immer wieder um Leistung und dafür sich auch für deutsche Meisterschaften zu qualifizieren. Aber ich bin nie deutsche Meisterin geworden. Ich war auch nie auf internationalen Regatten unterwegs, auch wenn das mein Ziel war. Aber letztlich habe ich das nicht geschafft. Hilft es im Wahlkampf, sportlich aktiv gewesen zu sein über Jahre? Ich glaube, die Erziehung, die ich genossen habe, die hilft mir sehr, Dinge abzuarbeiten, anstrengungsbereit zu sein. Ich glaube, ich bin vielleicht auch, habe auch eine höhere Belastungsgrenze in vielen Bereichen. Das denke ich schon. Wie läuft jetzt für dich selbst aktuell der Wahlkampf? Bist du zufrieden? Wie funktioniert das eigentlich? Also ich werde jetzt heute sowieso viele Fragen stellen, die mich jetzt als Bürger auch interessieren, weil ich glaube, das ist auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer wichtig, dass man die Person auch mal ein bisschen näher kennenlernt. Wie geht man damit so um, so einen Wahlkampf? Also ich stelle mir das ja, normalerweise würde ich jetzt denken, da geht es so mit harten Bandagen los, das ist ein harter Wahlkampf. Wie ist das jetzt allgemein für dich? Findest du den Wahlkampf hart oder unfair oder führt man den fair von allen Parteien? Ja. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht ist es eher so, dass ich den Begriff Wahlkampf gar nicht so für mich adaptiere, sondern ich immer denke, ich bewerbe mich um ein Amt. Also ich sehe es eher als eine Bewerbungsphase, denn es geht ja darum, den Menschen klarzumachen, warum möchte ich Bürgermeisterin für den Dienstlaken werden, welche Kompetenzen bringe ich mit und in welche Richtung möchte ich mit den Menschen gehen in unserer Stadt. Warum das Wahlkampf heißt, ist ja schon Bandagen und Austeilen. Ich glaube schon, hier und da auch mal zu gucken und kritische Fragen zu stellen, sicherlich. Aber kämpfen ja eher nicht. Also das ist nicht so das, was ich im Kopf habe. Gab es da irgendwelche Wortspiele schon mit dem Namen Eislöffel? Das liegt ja wahrscheinlich auf der Hand. Also seit meiner Kindheit natürlich. Und auch als Lehrerin haben dann die Schülerinnen und Schüler häufiger gesagt, Frau Eislöffel, haben Sie ein Eis für mich? Das sind dann so die Sprüche. Und jetzt aktuell im Wahlkampf gab es ja eine Partei, die versucht, mit meinem Namen Wahlkampf zu machen. Und letztlich hieß es da, Eislöffel gehört für uns in den Amarena-Becher. Und ich hatte ja jetzt silberne Eislöffel gemacht. Auf dem Foto waren Plastikeislöffel. Und für mich war dann der Spruch, ich habe heute den Löffel überreicht und gesagt, nachhaltige Eislöffel, eben nicht aus Plastik, die sind nicht schädlich. Und das war der Lacher des Tages. Du nimmst das also mit Humor. Das ist ja auch, das ist ja sehr, sehr wichtig. Ich finde das auch immer schön, wenn Politikerinnen und Politiker sich nicht so ernst nehmen. Also in gewissen Situationen. Ich meine, da wären wir beim nächsten Thema. Ich habe so den Eindruck, viele Sachen werden auch zu ernst genommen. Ist das dein Eindruck auch, dass Bürgerinnen und Bürger sehr viele Sorgen haben und Ängste und vielleicht vieles zu engstirnig sehen? Oder sagst du, du hast eine andere Wahrnehmung? Ich habe manchmal den Eindruck, weil ich bin ja selbst in der Moderation tätig und da beobachte ich zum Beispiel bei Shows, dass die Leute am Anfang sehr angespannt sind und dann sagt man denen, es ist ein lockerer Abend, ihr könnt euch hier mal 2 Stunden entspannen, dass sie sich dann lösen von ihren Alltagssorgen. Hast du so den Eindruck auch, dass viele Leute so auch die Sorgen mitnehmen oder reden die über Sorgen mit dir an Wahlkampfständen?
Ja, ich habe ja wenig Wahlkampfstände. Ja, okay. Die CDU hat sich ja gegen Wahlkampfstände entschieden, okay, aufgrund von Corona am SPD-Wahlstand. Ja. Wahlkampfstand wollte ich gerade sagen. Ich saß heute gegenüber und habe so gesehen, dass wenig Leute an den Ständen unterwegs sind. Ich bin in der Stadtgesellschaft unterwegs und verteile meine Flyer. Ich bin am grünen Stand jetzt mehrfach gewesen. Die Leute sprechen an. Ich glaube, um nochmal zurückzukommen auf die Frage, sind die Leute so belastet, das ist ja eher die Frage. Ne? Sieht man alles so negativ? Ich glaube, das ist das, ja, genau, ne, was gemeint ist. Ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die den Menschen Sorge machen. Und ich finde, immer dann, wenn eine Sorge da ist, muss man schon auch in die Richtung gucken und überlegen, ist die Sorge berechtigt? Was können wir denn tun, um bestimmte Felder zu beackern? Und, aber ich erlebe jetzt meinen Wahlkampf gar nicht so extrem belastet, dass so viel Negatives kommt. Es ist eher, es kommen viele positive Reaktionen, dass die Menschen kommen und sagen, sie freuen sich, dass es jetzt auch nochmal eine Alternative gibt, die man wählen kann. Und es kommt klar, hier und da kommt Kritik. Und die Frage, wie würden Sie es anders machen? Manchmal muss ich dann auch sagen, ob ich es viel besser machen würde an der einen oder anderen Stelle, weiß ich nicht. Ich habe einfach einen Blick auf unsere Stadtgesellschaft und auf die Menschen und ich würde gerne immer wieder in Gespräche mit den Menschen gehen, um bestimmte Sorgen auch zu nehmen oder die auch aufzugreifen und ernst zu nehmen. Ich glaube, dass sich Dinge forcieren, das weiß ich von Kindern aus der Schule, wenn wir die Themen nicht ansprechen, die die Menschen besorgen und die Menschen damit alleine lassen, dann wird das Problem immer größer. Aber wenn wir darüber reden und überlegen, an welchen Stellen könnten wir Abhilfe schaffen oder auch gemeinsam Dinge schultern, dann sind sie nicht mehr so schwer zu nehmen. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Du bist ja, um das auch zu sagen, du bist ja Lehrerin. Ja. Also Bildung ist dann schon ein Gebiet oder ein Themenfeld, wo du dich sehr, sehr gut auskennst, weil du ja auch im Thema dann bist. Ja. Welche Themen, um da auch eine Verschiedenheit herzustellen, weil ich sehe jetzt hier die Plakate überall. Ja. Und dann sehe ich ich weiß, dass Plakate natürlich, da kann man nicht so viel reinpacken, weil man da so Schlagwörter braucht. Aber jetzt so ein Unterschied, wenn ich dich jetzt wählen würde, wo weiß ich, das ist Michaela Eiswürfel, die steht für das und das. Das würde mich interessieren. Aber jetzt gerade erstmal Bildung. Genau, Bildung zum Beispiel als ein Thema. Erstmal Bildung als ein Thema, und genau, dann gehen wir mal weiter. Genau. Also Bildung ist für mich zum Beispiel, wir haben gerade über Humor gesprochen, auch oder wie schwer nimmt man Dinge. Und meine Erfahrung ist mit Schülerinnen und Schülern, ich habe ja wirklich bis zur Oberstufe alles unterrichtet, weil ich zuletzt in einer Schule für Kranke war, in der Psychiatrie, mit schwerbelasteten Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe. Zuletzt, ne, nachdem ich vorher in der Grundschule war. Humor ist eine gute Hilfe, auch im Unterricht. Dieses bierernste Lernen, da bleibt nicht so viel hängen. Wenn wir mit dem ganzen Körperlernen vernetzt und auch mal über eine Situation lachen oder auch mal über uns selber lachen oder unsere Schwächen vielleicht auch mal lockerer nehmen und dann an unseren Stärken arbeiten, ja, zum Beispiel, dann kommen wir nämlich viel weiter, ne, als immer nur in diesem Defizit zu bleiben. Das kann ich noch nicht und da muss ich noch. Ne? Ich finde immer ganz wichtig, gerade bei Bildung auch Stärken rauszubilden. Und was Bildung in unserer Stadt angeht, so finde ich, ist der Schritt gemacht, Schulen zu sanieren. Das ist mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil ich weiß, ich bin auch Personalrätin in der Bezirksregierung und ich weiß, dass Schulen die Städte, die keine guten Schulgebäude haben, Probleme haben, gutes Personal zu finden. Das ist definitiv so und deshalb ist da ein guter Schritt gemacht. Aber wir müssen konzeptionell auch nochmal, glaube ich, anders denken und auch Bildung anders denken. Ich finde, da gibt es viel zu tun, um eben nicht nur verkopft Dinge anzugehen, sondern einfach zu gucken, wie können wir denn wirklich ganzheitlich Dinge auch aufnehmen oder auch vermitteln. Das war immer mein Ziel, als ich Lehrerin war. Oder ich bin im Moment nicht im Schuldienst, eher in der Verwaltung. Das ist das eine. Und da würde ich für Dienstlaken auch gemeinsam mit den Schulen oder auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die in den Schulen arbeiten, überlegen, inwieweit können wir in Dienstlaken über die Gebäude hinaus Bildung auch fortschrittlich gestalten. Ne? Da gehört die Digitalisierung zum Beispiel dazu. Aus meiner Sicht kann Digitalisierung aber ganzheitliches Lernen nicht ersetzen. Nicht nur. Wir können über die Digitalisierung das selbstständige Lernen fördern, auf jeden Fall. Aber ich glaube, man lernt auch bei jedem Spaziergang, man lernt bei jedem Ausflug, den man macht und im Gespräch ganz viel. Und natürlich auch dadurch, dass wir Personen beobachten. Das ist jetzt die Frage, jetzt nochmal an. Genau, das war die Sache mit der Bildung und die Sache mit den Plakaten, wenn ich das jetzt so sehe. Da sind ja schon manchmal so Begriffe, die ähneln sich in irgendeiner Art und Weise. Aber es gibt ja auch Unterschiede, ganz klar im Programm. Wofür steht dann jetzt die CDU und Bündnis 90 Die Grünen mit dir als Person, als Bürgermeisterkandidatin? Ja. Wo gibt es da Unterschiede zu anderen Parteien?
Ich glaube, das Besondere ist ja schon, dass sich beide Parteien auf, genau, mich, auf mich ausgerichtet haben dann letztendlich und mich unterstützen als Kandidatin. Das zeigt ja auch meine Gesprächsbereitschaft und auch meine Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. Das ist das, wofür ich bekannt bin in der Stadtgesellschaft. Ich habe die Demonstrationen gegen rechts mit organisiert. Mir war immer wichtig, dass alle Parteien vor Ort sind. Wir wollten nie nur mit einer Partei unterwegs sein. Ich habe Projekte gemacht zu Demokratieleben und hatte mir im letzten Jahr beim Fantastival gewünscht, dass am Stand Jungpolitikerinnen und Politiker zusammenkommen, der unterschiedlichsten Parteien, und sich für die Demokratie in unserer Stadt einsetzen. Und da war es mir einfach wichtig, dass die Parteigrenzen da eben nicht gelten, sondern dass wir sagen, wir verfolgen ein gemeinsames Ziel. Auch wir positionieren uns gegen Ausgrenzung und Rassismus jeder Art. Und das, finde ich, war gelungen. Und ich glaube, das ist auch das Besondere, wofür ich stehe. Und ich bin Teil der Stadtgesellschaft immer gewesen. Meine Kinder sind hier aufgewachsen. Ich habe lange Sportgruppen geleitet für Kinder und Jugendliche. Und begegne den Menschen auf Augenhöhe. Also mich interessieren die Themen, haben mich auch immer interessiert, nicht nur als Bürgermeister. Darf ich kurz was sagen? Das wissen ja auch die wenigsten. Wir haben ja gestern telefoniert oder vorgestern. Und ja, du wusstest ja eigentlich gar nicht, also normalerweise ist es ja so, man schickt den Kandidaten oder Kandidatin Fragen zu. Und du hast gesagt, du machst das aber auch so, weil ich gesagt habe, ich würde das gerne spontan machen. Ja. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr mutig. Also das heißt, also, du bist auch eine mutige Kandidatin. Du hast, also du stellst dich der Herausforderung. Ich finde das wirklich jetzt groß. Das ist aber auch bei den anderen Kandidaten übrigens so. Ja. Ich habe mit allen gesprochen. Ja. Also da sind alle mutig, weil keiner weiß ja, auf was jetzt genau auf einen zukommt. Aber ich glaube, bis jetzt ist ja noch keine Falle als Frage gestellt noch worden. Nicht. Warten wir noch ein bisschen. Aber jetzt kommt eine Frage, was noch kommt. Aber mutig sein steht auf meinem Plakat. Genau, ne? Das stimmt. Das mutig sein, Verantwortung übernehmen. Hat auch was damit zu tun. Genau. Mhm. Ich habe eine Frage, jetzt bin ich, das ist vielleicht ein bisschen kritischer. Ja. Ich bin ja selbst Künstler, Moderator, wie auch immer man das nennen mag. Und es gab ja diese Corona-Krise. Ja. Was jetzt nicht, die gibt es immer noch, aber im Moment haben wir zumindest die Möglichkeit, wir dürfen ja wieder auftreten. Mhm. Was wünschst du dir jetzt nicht nur allgemein für die Krise für Künstlerinnen und Künstler, sondern auch für Gastronomiebetriebe? Ich habe auch mit vielen Gastronomiebetrieben zu tun, weil ich Kneipenquiz mache. Mhm. Was sind da Lösungsansätze? Weil das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, was ich jetzt frage, auf weil ich glaube, es gibt da nicht die einfache Antwort, aber mit wem würdest du da Kontakt aufnehmen oder wie würdest du das handhaben? Weil das ist für mich jetzt auch mal wichtig zu erfahren. Ja. Genau. Das eine ist, dass ich in Dienstlaken schon einige Betreiber auch angesprochen habe. Ich weiß zum Beispiel, alles, was mit Tanzveranstaltungen zu tun hat, ist ja komplett zu. Und da haben wir ja durchaus auch hier und da Angebote gehabt, die die Stadtgesellschaft bereichern. Das ist total, also ich finde das sehr dramatisch, und was ich auch sehr dramatisch finde, ist, dass es diese KfW-Kredite zwar gibt, aber wenig Zuschüsse, die Menschen dann auch wirklich halten können, um davon ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich habe ja durchaus auch verfolgt, dass gerade bei Künstlerinnen und Künstlern das Problem war, wenn die keine Büros angemietet haben, haben keine Mietkosten und können Kosten nicht nachweisen, dass sie dann bestimmte Gelder gar nicht für ihren Lebensunterhalt nutzen durften. Das finde ich sehr bedenklich, weil letztendlich lebt man ja davon, auftreten zu können. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie Politik die Entscheidung trifft, dass diese 9.000 Euro waren es, glaube ich, am Anfang wirklich nur für Kosten sind. Und ich finde, wenn man lebt und nicht auf Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln angewiesen war bisher, dann ist doch klar, dass man irgendwo von die Miete zahlen muss und auch essen muss. Also ich verstehe nicht, wie diese Regelung da zustande gekommen ist. Das ist schon mal das Erste. Ich habe mich damit sehr beschäftigt. Und ich weiß gar nicht, wen ich zuerst ansprechen würde. Da müsste man wirklich innerhalb der Verwaltung auch gucken. Was mich wundert ist, es wird immer alles klar, es ist Ländersache und Bundessache. Da sind natürlich die großen Parteien, die in der Regierungsverantwortung sind, auch gefordert. Ich hoffe, dass Herr Heidinger, wird ja dann auch kommen, da die passenden Antworten findet. Ja, weil seine Partei ist ja letztendlich auf Bundesebene mit in der Regierungsverantwortung. Und da gibt es sicherlich Wege innerhalb der Parteien, sich dann auch einzusetzen. Manchmal frage ich mich, wieso kommt das, was ich jetzt mitkriege,
zum Beispiel die Förderung von den 9.000 Euro, ist das da schon angekommen oder wie lange dauern die Wege? Das frage ich mich dann manchmal. Und innerhalb der Verwaltung habe ich mich gefragt, inwieweit spielt die Wirtschaftsförderung in Dienstlaken eine Rolle? Was kann denn vor Ort getan werden? Ich weiß, dass ja das Burgtheater dann relativ schnell geöffnet wurde, auch für die hiesigen Künstlerinnen und Künstler. War erstaunt darüber, dass dann aber auch viele große Namen gekommen sind. Und was ich noch überraschter fand, ich war in der Veranstaltung von Thekentratsch, da waren 300 oder 350 Personen. Und als ich dann die Fotos sah, dass kurz danach dann wieder 1.000 Leute da saßen, habe ich die Planung leider nicht mehr verstanden, weil das eh Größen waren, die, glaube ich, auch von dem Geld, was sie in den letzten Jahren verdient haben, gut hätten leben können. Und dass die hiesigen Künstler eigentlich dann letztendlich mit so wenig Personen gemacht haben und die Corona-Maßnahmen für sich sehr ernst genommen haben, fand ich irreführend. Also ich war sehr irritiert über die Art und Weise. Von mir selbst jetzt, ich fand das auch schade, dass man da jetzt nicht ein Programm, vielleicht hätte man einen Kontrast bilden können, einerseits große Namen, aber dann auch kleinere Veranstaltungen mit in Anführungsstrichen kleineren Künstlern hier aus der Region, weil wir haben ja sehr viele kreative Leute, die hier arbeiten. Hätte man wahrscheinlich ein bisschen ausarbeiten können, in meinen Augen, weil die Krise ist natürlich für viele, die da in dem Gewerbe, ich meine, Kultur ist ein großes Ding, schon bedauerlich, leider Gottes. Das muss man ja auch so sagen. Das ist, ich weiß ja gar nicht, ob das bekannt ist, dass ich lange Straßentheater gespielt habe. Siehst du jetzt. Jetzt kommen hier so die Geheimnisse raus, die nicht in meinem Lebenslauf stehen. Ja. Ich habe in der Zeit, in der ich Abitur gemacht habe, oder nach meiner Ausbildung Jonglieren und Akrobatik gelernt, erstmal nach meiner Leistungssportkarriere, Feuer spucken und habe 4-5 Jahre über Straßentheater während meiner Abiturzeit auch mein Geld verdient sozusagen. Und dann auch Projekte mit Roncalli gemacht, große Kinderzirkusprojekte, auch internationale, also mit dem Moskauer Staatszirkus zusammen. Von daher weiß ich, wie das ist, wenn man wirklich auf Gelder angewiesen ist, die nicht jeden Monat kommen. Ne? Wie siehst du die... Jetzt haben wir nicht mehr so viele Fragen, weil das hast du schon sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Die Innenstadtplanung, also wie siehst du die in den nächsten Jahren? Welche Projekte, gibt es da irgendwelche Ideen im Kopf, die man gerne umsetzen möchte von beiden Parteien, also von der CDU und von den Grünen? Ja, also auf jeden Fall ist die Innenstadtbelebung ja ein Thema. Wir wissen ja auch im Bereich der Duisburger Straße hinten vom Ulkus war ja auch die Verkehrsberuhigung angedacht und ist ja auch leider ist der Ulkus ja jetzt nicht mehr und die Apotheke ist jetzt auch weg. Ne? Ich finde auf jeden Fall die Altstadt zu beleben, weil aus meiner Sicht haben wir Charme in unserer Altstadt und wenn wir es da schaffen, am Wochenende Menschen zu haben oder auch unter der Woche Menschen mit Gastronomie locken können, dann wäre das ein Gewinn für unsere Stadt, auf jeden Fall. Und ich weiß, es gibt immer die Probleme mit den Anwohnerinnen und Anwohnern. Und da wäre schon mein Bestreben, da auch noch mal eine Klarheit reinzubringen. Es kann nicht sein, dass unsere Altstadt stirbt und wir dann eine Totenstille haben und wir dann letztendlich aber auch keine Orte mehr haben, an denen wir uns begegnen. Weil ich finde, das ist wirklich gerade der Altstadtbereich, könnte doch ein Ort sein, an dem wir uns abends oder an den Wochenenden begegnen. So, und das wäre mir total wichtig. Ich finde, jetzt haben wir ja den Feierabendmarkt da, der durch die Junge Union damals initiiert war. Der kann unter Corona nicht stattfinden. Das ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Die Gastronomie stirbt gerade oder Gastronomen haben viele Jahre auf Kante genäht, sage ich jetzt mal, und immer geguckt, wie sie klarkommen. Da jetzt irgendwie das ein oder andere tolle Projekt zu haben, ist schon schwierig. Aber ich finde, wir sollten gucken, ob wir nicht auch für Jugendliche Begegnungsräume schaffen und eben nicht immer außerhalb. Denn wir müssen gucken, dass wir im Zentrum bleiben, damit das auch für alle gut erreichbar ist. Ne? Das wäre zum Beispiel eine Sache, da nochmal zu überlegen. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch nochmal überlegen, welche Läden brauchen wir in Dienstlaken? Ja, genau. Brauchen wir große Ketten oder wollen wir ein Alleinstellungsmerkmal haben an der einen oder anderen Stelle? Und da würde ich gerne kreativ drüber nachdenken, auch mit der Wirtschaftsförderung. Und dann nochmal sehen, wohin die Reise gehen kann. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Uhr gucken. Die letzte Frage habe ich an dich. Und zwar ist angenommen, am 13. September ist es soweit. Ich glaube, um 20 Uhr steht das Endergebnis dann fest. Ich habe gehört, manchmal dauert es ein bisschen länger mit der Auszählung. Okay. Aber mit Sicherheit weiß man um 20 Uhr schon mehr. Genau. Was machst du dann an dem Tag, wenn du weißt, du bist jetzt Bürgermeisterin? Wie sieht da das Innenleben aus? Also wir unterhalten uns mit beiden Parteien darüber, kann es eine Wahlparty geben oder nicht, in welcher Form kann das stattfinden. Das wissen wir überhaupt nicht, weil ein großer Menschenauflauf auf engstem Raum geht gar nicht.
Ich habe schon die Befürchtung, ich sitze mit meiner Familie zu Hause und freue mich und denke, oh Gott, jetzt kommt die Arbeit. Ne? Und wahrscheinlich kann ich in der Nacht nicht schlafen, weil ich mir vorstelle, was muss ich als Erstes machen. Da denke ich ja schon drüber nach. Wir wissen es nicht ganz genau. Ich hoffe, dass das Rathaus trotzdem auf ist. Es hat ja immer ein offenes Rathaus gegeben an den Abenden mit dem Burginnenhof. Wenn das da nicht möglich findet, würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht das Burgtheater öffnen und da gemeinsam auf die Ergebnisse warten können. Okay, das klingt sehr... Das wäre mein Wunsch. Das klingt sehr schön. Schöne Schlusssätze. Dann danke ich dir fürs Gespräch und gutes Gelingen. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Tschüss.